Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Hier, ich weiß gar nicht, wo wir nochmal hier gerade sind, aber wir machen Brunderbade. Brunderbade ist der uneheliche Sohn von Lord Eran Gastyr. Irgendwo tief im Innern von Schloss Gastyr gibt es einen Brief, der das alles erklärt. Ich sollte versuchen, ihn zu finden, damit Brun endlich mit der Sache abschließen kann. Und genau das werden wir jetzt tun, das haben wir vor, aber nicht hier. Du wirst da warten müssen, Madame. Denn ich werde jetzt hier einen Abstecher hinmachen, um den Brief zu finden. Komme ich hier überhaupt durch? Oder ist das eine Sackgasse? Sieht nach einer Sackgasse aus. Aber eine Sackgasse mit Ruhe. Mit 6 Dietrichen. Na komm, 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 komm. Was kriegen wir? Ein Reparaturkit, immerhin. Kann nicht schaden. So, das war die Ecke. Da kann ich nicht irgendwie lang. Muss ich hier wahrscheinlich doch da lang? Nee, ich kann auch da lang. Nee, da kommen wir her. Dann muss ich ja da lang, wo sie ist, ne? Ja. Dann hat sie Glück. Dann komm mal mit. Wenn ich da eh lang muss, nehmen wir dich gleich mit. War jetzt doof, weil ich hätte da auch schleichen können. Wieso sind denn die Sachen hier noch? Die Dolche sind immer noch okay. Ja, ist gut. Klopsi. So. Ach, sie läuft schon weiter. Momentchen, nicht so schnelle. Wir wollen ja gucken. Kutte das Zyklen. Ich habe schon wieder was gefunden. Jetzt geht's aber los hier mit den Sets, ne? Irgendwie 80 Parts, nichts gefunden. Und jetzt irgendwie in jedem zweiten. Naja. Dann. Das ist aber eine große Treppe. Mann, so. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? So, ich gehe hier unten lang. Ich weiß zwar nicht, was sie da oben macht, aber ich weiß, dass ich hier nicht weiterkomme, ne? Warum bin ich jetzt... Bin ich jetzt ernsthaft zurückgelaufen? Warum sagt mir das keiner? Oh. Und ich wundere mich schon, wo sie ist. Was war das denn jetzt? Scheiße. Ich bin so schlecht manchmal. Hier wollte ich lang, genau. Und jetzt bin ich dann wieder so doch dem gelben Kringel gefolgt. Das war jetzt so hohl. Okay, wir sind die lange Treppe runter. Kein Wunder, dann muss man natürlich, wenn man zurückläuft, auch eine lange Treppe wieder hoch. Oh. Okay, weiter, weiter. Ja, hier habe ich die Orientierung verloren, ne? Ach, hier geht's rum. Okay. Ja, alles klar. Deswegen ist sie auch da hinten. Und kämpft schon. Oh oh. Wir müssen ihr helfen. Scheiße, wir müssen ihr echt helfen. Hoffentlich schaffst du es. Mädel, nicht so schnell. Oh, die rennt so voll rein. Kommen da jetzt noch andere? Okay, wenn sie sich um den gerade kümmert, dann kann ich ja immer noch schleichen, ne? Und die anderen bemerken ja anscheinend nicht viel. Komm, 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 komm. Bitte sag nicht Bescheid. So, bin schnell. Einer ist besser als keiner. Und jetzt kommt der noch. Ja, okay. Alles klar. Das Meeretroll. Aua.
Weg da, Mädel. Ey, kannst du mal... Mädel. Wir müssen mal... Ja, ich steck dich jetzt mal hier. Das ist ja, sonst stirbst du mir hier noch weg. Ja, ja, ja. Steck alle immer schön drauf, die Kleine. Aua. Aua. Na, jetzt haben wir ihn aber. Was sagst du? War es das, was du wolltest? Ich weiß gar nicht mehr, was du wolltest. Oh, und dann hat er nur so ein bisschen so einen Goldscheiß. Okay. Eigentlich kann man da alles nehmen. Was hat der da hinten noch? Gold. Gold. Und hier ist einer da gefangen. Den wollen wir doch schön drinnen lassen. Und wo bist du jetzt wieder hingelaufen? Du bist da oben. Diesmal darf ich die Treppen rauflaufen, ja? Nicht so schnell, Mädel. Moment mal. Schleichen. Schon mal was von Schleichen gehört. Schön, jetzt kommen sie alle. Wo kommt der denn her? Ach, da ist noch einer. Scheiße, den habe ich gar nicht gesehen. Immer dieser Druck auch, dass man Angst hat, dass dem anderen was passiert. Geht's dir eigentlich gut oder heilst du dich selber oder wie? Nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Wir schaffen das zusammen. Ja. Weißt du, wenn du... Zusammen. Ja, zusammen. Aber wenn du schon schleichst, kannst du dann mal... Können wir hier mal aufmachen? Achso, geht nicht. Dann könntest du doch mal versuchen, es mir zu überlassen, weil ich krieg den auch dann wirklich kaputt. Können wir hier auch nicht durch? Nein. Ist aber groß hier. Das ganze Gewölbe. Nicht so schnell, nicht so schnell. An Lord Gastür, da war auch ein Brief. Du sollst nicht sie angreifen, du sollst nur mal langsam gehen.
Schleich dich. Ist da nix? Doch, da hinten. Gehen wir. Ach, jetzt schleichst du. Ach so, sie ist noch immer jetzt vorausgelaufen und jetzt, wo es schwierig wird. Ja, verstehe. Hätte sich eh nicht gelohnt, weil die kann man sich sehr schwer ranschleichen. Hat er auch noch was? Ja. Nee, nicht wirklich. Nee, nicht wirklich. Kommt. Wer weiß, was in Rakinons Löwengrube auf uns lauert. Okay. Was haben wir hier? Ich finde das ja immer auch spannend, was hier so rum liegt. Aber viel ja nicht. Was haben wir hier? Okay, wir kommen langsam näher. Weiß nicht, ob ich das schaffe, aber ich versuch's wieder. Nein. Der kommt nicht weiter. Der Depp. Hallo. Mal ganz langsam. Und hier ist jetzt wieder nichts, oder wie? Stiefel des Tierkreises. Ach so, wieder mal so ein Set-Teil. Ja, vielleicht sollte ich auch ab und... Ach, wir hatten Stufenaufstieg? Echt? Ach so, okay. Gar nicht mitgekriegt. Ja, was habe ich das jetzt... Letztes Mal hatte ich Sinnesschärfe erhöht. Schlösserkunde mache ich mal. Ist auch immer wichtig. Wir haben so viele Schlösser in letzter Zeit. Dann muss ich hier das mal erhöhen, damit wir ein bisschen mehr Macht kriegen. Ich habe immer das Gefühl, dass ich ständig Rüstung nicht anziehen kann, weil ich nicht genug Macht habe. Das nervt mich. Deswegen mache ich das mal mit dem Schild höher. Ja, komm. Werte das mal auf. Weil das Schild benutzen wir wenigstens in dem Moment, wo wir diesen Pfeilhagel machen. Ja. Hier können wir jetzt paralytische Gifte machen. Du hast seit langem verborgene Geheimnisse der Giftherstellung entdeckt, die es dir erlauben, deine Gegner mit Giftangriffen kurzzeitig zu betäuben. Oder Gambit mit einem akrobatischen Sprung verteilt zu sprengen, fallen auf dem Schlachtfeld, die Schaden versuchen, deine Gegner in die Luft schleudern. Finde ich super. Machen wir. Ja, dann habe ich immer noch einen Punkt verfügbar. Da hauen wir jetzt mal wo was rein. Magisches Mal. Du hast uns hier arkane Geheimnisse ergründet und benötigst deutlich weniger Mana. Ja. Elektrischer Bababa. Sphäre des Schutzes. Ich weiß, wie gesagt, immer nicht, was ist diese Nebelwand, die wir immer benutzen? Das ist doch die magische Power hier, ne? Das ist eins von beidem.
Schade, dass hier, während man sich das aussucht, daneben nicht diese Kampffähigkeiten stehen, damit man gleich weiß, wie das geht und was das nochmal ist. Aber egal. Ja, so. Wanderer Rang 2. Aha, okay. Wir bleiben aber dabei. Inventar, Rüstung. Kutte der Zyklen. Was haben wir noch neu? Diese Beingeschichten hier. Im Moment haben wir das ausgerüstet mit 45 Leben. Das ist sehr gut. Ja, hier zum Beispiel auch wieder Macht. Und unseres hat halt gerade mal 30 Schutz, ne? Und die sind jetzt schon alle richtig gut mit 74 und so. Aber dafür halt nichts Magisches irgendwie. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich werde die mal hier wegpacken. Und ja, so viel Macht habe ich jetzt auch nicht. Habe ich also erstmal Pech. Dann kann das erstmal weg. Damit wir Neues nehmen können. Achso, und die makellose Dings können wir auch mitnehmen. Da habe ich alles mitgenommen. Okay, weiter geht's. Meine Sprengfallen haben es ja wieder voll getan. Warte, wir müssen hier, glaube ich, da mal lang jetzt. Das ist so ein großer Bogen, den man hier gehen muss. Was für ein riesiger Komplex. Wo sind jetzt hier Gegner? Was sind die dahinter? Ach so. Wollen wir da überhaupt dann lang? Nö, ne? Den schnappe ich mir jetzt aber, Mann. Wehe, du kommst mir in die Quere, Mädel. Den schnappe ich mir nicht, der sieht mich schon. Der sieht uns schon. Dreh dich mal um. Ha! Was für ein Glück. Wehe, du drehst dich jetzt um. Jawoll. Es ist nicht mehr weit. Ja, das war jetzt auch wieder gut. Oh, jetzt, ich will doch nur, dass du läufst. Ah. Ich glaube, hier kommt gerade gleich was auf uns zu. Ich habe so ein komisches, ungutes Gefühl. Ja, ich habe ein komisches, ungutes Gefühl. Was, ich werde jetzt nochmal nach der Rüstung hier gucken. Ach, guck mal, der ist zum Beispiel super. Hat aber auch wieder Macht. Also ich muss in Macht ein bisschen besser werden, aber dann behalte ich den erstmal, weil mit solchen Fassungen, 113 und so, ist doch cool. Ja, was haben wir hier noch? Diese anderen Schuhe? Nee. Nee, weg damit. Dann werde ich jetzt hier auch mal so eine Stärke und Stahlvorhang, Zornesschütze, genau, alles her damit jetzt. Brauchen wir, wir haben es jetzt nötig. Und dann speichere ich an der Stelle noch. Kann ja nicht schaden. So, los geht's. Achso, das andere... Naja, okay, lassen wir mal die Dolche ausgerüstet. Vielleicht kriegen wir ja wenigstens eine Person mit Schleichen hin. Du kommst hinterher, ne? Oh oh. Benchen, oder wie die heißen. Zwei Stück sogar. Die mich hier sehen. Die sind ganz schön aufmerksam. Okay, zwei von den Dingern und ja, schön wäre es, wenn du links und ich rechts oder so. Aber sie folgt mir. Okay, er sieht mich schon. Er hat mich gesehen. Kommt, Sterbliche. Es ist nicht mehr weit. Ja, okay, los geht's. Okay, die habe ich gleich. Ah, Mann, nicht immer auf mich. Ah. Alter.
Jetzt hat sie aber gut mitgekämpft, muss ich sagen, während ich so voll immer... Gut gemacht. Finster. Sagst du was? Du hast nicht genug Platz um die Gegenstände und so. Er schien sich nicht einmal an mich zu erinnern. Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, Rakinon zu finden und zu töten. Und er wusste vermutlich nicht einmal, warum. Aber jetzt ist meine Mission am Ende. Hier, zu Hause. Ihr sollt all meinen Besitz bekommen. Als Dank und um mich die vielen Jahre der Tragödie vergessen zu lassen, die mich zu diesem Ende geführt haben. Nun geht. Ich brauche Ruhe. Ich habe Ruhe verdient. Ja, okay. Wunderbar, ach, da kann sie sogar was drüber sagen. Ja, ich erinnere mich an Brunn. Er war freundlich und närrisch. Am Hof gab es nicht viele wie ihn. Auch wenn alle anderen düsterer Stimmung waren, so haben Brunn und sein Herz doch nie aufgehört zu singen. Ich frage mich, wie es ihm wohl gehen mag. Oh, vielleicht kommen die beiden ja zusammen, wenn die sich hier im Schloss treffen. Leb Nein, wohl. Bleib hier, Brunn ist hier. Was habe ich denn jetzt Cooles noch eingesammelt? Irgendwelche coolen Sachen halt. Ja. Ja, okay. Ich muss mal gucken, was ich jetzt hier habe. Tolles. Ich habe zum Beispiel jetzt diese Feilenklingen und diese Feilenklingen. Die sind aber nicht besser als die, die ich hatte. Tja, das tut mir sehr leid. Ja, dann packe ich die mal weg. Und was haben wir hier? So einen tollen Stab, den ich auch nicht brauche. Was ist das? Rechtschaffen. Tada! Heldin von Melisandre Shea. Okay. Sieht toll aus, ist aber auch nicht so wichtig. Und sekundär noch irgendwas? Nee. Dann Konsumgut. Brauchen wir jetzt auch nicht. Gegenstände, dann ab in den Plunder und den ganzen Mistweg, den wir nicht brauchen. Ist immer schade ums Geld. Aber naja. Was haben wir hier noch? Jetzt ist hier auch so ein anderes cooles Schwert wieder dabei. Tadam! Okay. Sieht schon sehr wuchtig aus. Also vor allem für sie als so zierliche Person mal eben so ein Schwert, was so breit ist wie sie selber und noch größer. Nein! Oh Mann, ich wollte das doch gar nicht vergleichen. So, das packen wir in den Plunder. Ach, und die Dolche, genau. 54, 27, 74, 27, die sind auch nicht besser. Schaden gegen Bestien und Konstrukte. Nee. Aber die sehen cool aus, muss ich sagen. Warte mal. Kannst du die nochmal aus dem Plunder raus? Und ich will sie nochmal anprobieren. Ja, so eine roten Dolche, die haben auch was. Aber so als Waldelfe, sag ich mal, passt das einfach eh besser hier, was wir haben. So. Ja. Wie, du machst jetzt hier Liegestütze oder was? Hast du noch nicht genug jetzt gekämpft oder... Nee, ist klar. Ja! So, hier haben wir das von Brunn bestimmt. Durchdringender Helm, bababa. Vollstreck, Großwert, egal. Brauchen wir eh nicht das Schwert da. Zu Brunn zurück. Brunn der Bade. Und wir haben alles eingesammelt. Okay, und hier ist noch eine Kiste. Was ist da? Kyras des Bolganfluss. Schon wieder ein Set-Teil. Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? 113. Dann kann der ja weg. Ja. Alles klar. Wir haben, was wir wollten. Wir haben es geschafft. Raus geht es draußen. Ist der Pracht. Keine Ahnung. Ich wollte was reimen und mir fiel absolut nichts ein. Oh, das hat sich aber gereimt. Na egal. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Tat vom Almalur, während sie hier Liegestütze macht, freuen wir uns, dass wir es geschafft haben. Bis dann. Ja. Und eins. Und zwei. Und drei. Bis dann.